So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich verbrauche Sofortgegenstände und ganze 10 Stück. Ich werde euch direkt zeigen, wo wir das Ganze machen, aber kurz in eigener Sache, bleibt ruhig dran, es betrifft nämlich auch dich. Wie du siehst, wir haben unten den Creator-Code, wo ihr den eintragen müsst, sage ich euch gleich. Aber wir sind jetzt auch YouTube-Partner. Was bedeutet, ich habe ja gesagt, wenn ich YouTube-Partner werde, also wo ich auch Werbung schalten kann und mit den Videos Geld verdienen kann, bekommt ihr etwas von mir. Und das wird am Sonntag um 15 Uhr sein. Da werde ich einen Livestream machen, wahrscheinlich schon um 12, 11, so in dem Dreh werde ich wohl anfangen. Und da könnt ihr dann wieder einen Skin gewinnen. So, um den Skin gewinnen zu können, an diesem Tag wäre es nett, wenn du mir schon vorher eine Freundschaftsanfrage schickst, nämlich an yt-familyhack. So, egal wie man schreibt, also ich heiße eigentlich so klein geschrieben, Hack wieder groß geschrieben, dann wieder klein geschrieben weiter. Egal wie man schreibt, die Kombination ist halt die wichtigste. So, einfach abschicken. Wie ihr seht, selber kann ich mir keine Freundschaftsanfrage schicken. Ist klar, warum musst du das bitte machen, wenn du einen Skin gewinnen willst? Wegen dem Geschenke verschicken. Das Problem an der Geschichte ist nämlich, wir müssen 2 Tage mindestens befreundet sein. Jetzt finde ich hier keinen, der. Ah, da haben wir noch einen. Zum Beispiel, wenn heute das Gewinnspiel wäre und Joe Fla würde gewinnen, könnte ich ihr zum Beispiel hier den Teddy nicht schicken, weil wir eben noch nicht lang genug miteinander befreundet sind. Deshalb schick bitte deine Freundesanfrage jetzt am besten dann raus oder sobald du Zeit hast. Damit wir da das Problem schon mal nicht haben, weil sonst kann ich dir einen Skin erst genau 48 Stunden später erst schenken. Und dann ist natürlich ein anderer Shop da. Und dann kann es sein, dass der Skin, den du gern haben möchtest, nicht mehr im Shop ist. So, das war das. Dann, wenn ich dir natürlich schon öfters geholfen habe, dann lass mir gerne mal ein Abo da. Kostet dich ja nichts, unterstützt mich und du kriegst natürlich auch alles mit, was Skin-Verlosungen oder sonst Custom Games. Ich mache inzwischen wirklich gerne Custom Games mit euch, macht halt auch wirklich Spaß. Und wie gesagt, ein Abo lohnt sich dabei. Also ich würde behaupten, es lohnt sich, weil du kriegst alle Aufgaben, alles, was so im Shop passiert. Und ja, lohnt sich halt einfach, würde ich jetzt behaupten. So, dann machen wir diese Aufgabe nämlich im Solo-Modus. Warum im Solo-Modus? Weil ich da für mich selber einen speziellen Ort habe, den nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat. Es gab zwar schon mal so eine Aufgabe, aber es gibt so zwei, drei Orte, wo man wirklich sofort Gegenstände ziemlich gut farmen kann. Nämlich einmal in, ja, ich glaube, Wading Woods, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder hieß so die alte Waldlandschaft. Und natürlich Slurpee. Aber nicht direkt in Slurpee, sondern einen Tick außerhalb. Ich versuche natürlich ein Slurpee, weil im Wald, da könnte natürlich um die Ecke immer ein Gegner stehen, aber wo ich bei Slurpee hinspringe, da ist eigentlich safe nie einer, weil da halt einfach nichts ist. Da ist nur Wasser, Bäume und das war's. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit und wenn du immer noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt gern dein Abo raus. Ach, lang nicht mehr gesagt. So, wie gesagt, das Gebiet ist halt hier außerhalb. Ich meine, warte mal, hier ist die Holz, hier ist die kleine Hütte. Hier in dem Bereich war das, glaube ich. Aber hier in dem ganzen Bereich, hier sind eigentlich überall blaue Pilze. Und da einfach hinspringen und dann dürft ihr eigentlich die Aufgabe schnell gemacht haben. Wie gesagt, ich fliege jetzt direkt dahin, nur um euch natürlich zu demonstrieren, wo das ist. Falls wir jetzt in der einen ersten Runde das nicht komplett hinkriegen, zeige ich euch auch noch gerne in Weeping Woods. Seht ihr? Ich wusste doch, irgendwas stimmt am Namen nicht. So, dann fliegen wir. Hallo, Lex. Lex könnte am Livestream liegen, weil ich habe diesmal mal mir gedacht, weißt du was? Mach doch einen Livestream an, wenn du die Aufgaben machst. Klar, ich sehe zwar nicht immer dann den Chat, das mache ich extra nicht, damit ich nicht abgelenkt bin und ihr merkt hier oft, mit wem redet der. So, und dann seht ihr nämlich auch mal, wie viel Arbeit da in Anführungszeichen doch dahinter steckt, die Videos für euch zu machen und natürlich die Aufgaben auch selbst zu lösen. Und ihr wisst ja, ich lade hier wirklich alle Aufgaben hoch, weil ihr dürft nicht vergessen, es gibt halt auch jüngere Zuschauer.
die Aufgaben nicht direkt verstehen, allein vom Geschriebenen her. Also sie wissen halt nicht wirklich, was sie da machen sollen. Aus dem Grund mache ich halt eben die Videos. Und ihr seht hier schon, da sind blaue Punkte. Und genau diese Pilze suchen wir. Zack, da haben wir schon mal einen. Gleichzeitig bekommt ihr noch schön EP. So, haben wir schon zwei. Da ist der dritte. Aber ich meine, hier war eben noch einer, wenn ich mich oben eben nicht verguckt habe. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in Gruppenkeile machen, aber ich wollte jetzt wegen der Flugroute nicht, dass hier Gegner rumschwören oder die Zone direkt da ist. Und deshalb bin ich halt direkt hier hingesprungen. Aber hier sieht es gerade echt ein bisschen mau aus. Hier waren, glaube ich, nie welche. Klar, ich könnte jetzt auch die Fässer, aber die Fässer sind halt kein Sofortgegenstand. Die geben uns zwar auch Blue Life, aber eben nicht als Sofortgegenstand. Wir suchen halt jetzt wirklich hier diese blauen Pilze. So, da hinten habe ich schon wieder welche gesehen. Man könnte natürlich auch ein bisschen Metz mitholen, dann könnten wir uns zwischendurch. Oh nein, nein, nicht ein Gegner. Ich hoffe, es ist ein Bot. Das wäre dann quasi die Spitzhacken. Nein, kein Blue Life. Ich will kein Blue Life. So, hier war der Pilz. So, jetzt haben wir schon mal vier. Oh, geh weg. Ja, es gibt viele, die gehen halt direkt hier hin und gehen dann doch nach außen. Wundert mich eigentlich. Hier sieht man eigentlich nie welche. Ich will kein Blue Life. Jetzt hoffe ich nämlich, dass derjenige weitergezogen ist. Ich glaube aber ja. So. Ah, da sind wieder welche. Ich sage ja, die sind immer hier im Außenbereich ein bisschen verteilt. Jetzt haben wir schon 5. 6. Und wie gesagt, füllt euer Blue Life nicht vorher auf, weil wenn es voll ist, ist es voll. Ihr könnt nämlich dann den Gegenstand nicht mehr benutzen. Aber ich glaube, wir werden nicht alle 10 hinkriegen. Irgendwie habe ich hier gerade nicht. Ah, da hinten sind doch noch welche. Hier noch welche. Immer ein bisschen springen. Ah, da hinten sind schon mal noch 3. Ja, dann brauchen wir nur noch einen, wenn wir die 3 haben. Aber ich werde euch gleich auf der Map nochmal zeigen, wo ihr auch hinspringen könnt und was ihr da wirklich machen müsst. Weil es gibt nämlich auch noch einen anderen Spot. Ist da hinten einer im Wasser? Oh, da hinten ist der nächste Gegner. Was ist denn hier los, ey? Sonst rennt hier nie einer rum. Komm, geh weg. Ich will jetzt nicht kämpfen. Vor allem, ich habe eh nichts außer die Spitzhacke. Na komm, einen noch. Jetzt hoffe ich wirklich, dass hier noch einer ist. Und vor allem, dass nicht irgendein Gegner uns jetzt von hinten wegholt. Das wäre natürlich ganz bescheiden. Ah, da hinten sehen wir doch schon 3 Stück, 4 Stück. So. Ach, gleich sind wir schon wieder unter den Top 25. Machen nichts außer Pilze sammeln. Oh nein. Nein, nicht schießen. Kein Boot. So, wir stellen uns mal gerade hier hin. So, wo könnt ihr noch welche kriegen? Hier oben. Da seht ihr ja diese Bäume. Wenn ihr die aberntet, die geben euch Äpfel. Oh, lass mich in Ruhe. Und diese Äpfel geben euch ja Leben. Springt da einfach von einem Haus oder so. Und dann bekommt ihr nämlich auch schon wieder einen Sofortgegenstand. Hallo, lass mich doch in Ruhe. Lol. Bin schon mal 20 Schaden mitgeholt. War ja klar, dass wieder einer kommt. Musste ja sein. So, wie gesagt, hier an den Äpfeln. Wenn ihr die Bäume abhaut, da fallen Äpfel runter. Und da könnt ihr euch einfach hochbauen und runterspringen, so dass ihr Fallschaden bekommt. Und dann könnt ihr die Aufgabe rein theoretisch auch da machen. Dann in Weeping Woods weiß ich, dass da auch sehr viele Pilze sind. Aber nicht hier direkt, wo die Häuser sind, sondern halt eher hier in dem Bereich. Oder hier in dem Bereich. Oder auch hier.
Das sind so jetzt so die drei Stellen, wo ich definitiv weiß, das sind immer Äpfel oder halt diese blauen Pilze. Einmal für normales Leben herstellen und einmal halt für Blue Life. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video jetzt helfen dabei, dass auch ihr die Aufgabe hinkriegt. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis Sonntag. Wie gesagt, 15 Uhr ist die Skin-Verlosung. Und dann würde ich sagen, haut rein. So.